Und damit herzlich willkommen zur Folge 7 von Remodeled to Mended Fathers oder to Mended Nonnen. Ja, beim letzten Mal habe ich die rote Nonne kennengelernt. Ja, ich habe überlegt, wie es jetzt für mich weitergehen könnte. Ich sollte ja vor ihr flüchten, das habe ich erfolgreich hinter mich gebracht. Und es ist ja immer noch die Leiter im Keller zu aktivieren. Und irgendwas sagt mir, dass ich jetzt doch nochmal zu diesem Projektor muss, wo ich mir den Film angeguckt habe, mir nochmal die Batterie rausnehme, um die dann wiederum, so wie ich es schon mal gedacht habe, zu der Leiter bringen im Keller, zu dem Panel und die da reinstecke, damit die funktioniert. Das wäre etwas, was ich jetzt ausprobieren würde. Und ja, ich bin gespannt, immer noch, ob jetzt auch neben der Nonne Felden hier noch mit rumrennt. Das wäre jetzt natürlich wirklich richtig heftig. Und ich muss mich natürlich jetzt auch erstmal dran gewöhnen an die neuen Sounds. Und der Schleichmodus ist wieder aktiviert. Oh, untersuche das Verschwinden von Celeste. Geschafft. Okay. Nur weil ich die jetzt gesehen habe. Okay. Ja. Okay. Celeste lebt noch. Wir haben ja beim letzten Mal erfahren, dass Felden sie ja angeblich getötet hat, nachdem Celeste ja längere Zeit verschwunden war, wiedergekommen ist und Felden ja berichtet hat, dass sie verändert war. Meine Vermutung ist, dass Celeste von den Nonnen, so gesagt, entführt wurde. Und so wie alle hier, deswegen weiß man eigentlich überhaupt gar nicht, wem man ja die Story glauben soll, ja, verändert wurde, indem die alle dieses komische Medikament oder diesen Parasiten zu sich genommen haben, wie auch immer. Und das, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass diese 12 Nonnen eigentlich gar nicht tot sind. Denn irgendwie sind die ja hier alle mutiert. Und das würde jetzt natürlich ganz gut passen, wenn sie jetzt doch noch am Leben ist. Okay. Ich hätte wirklich schwören können, dass das ist jetzt, ne? Alles klar, okay, ja. Dann müssen wir dem Mädchen jetzt wohl hinterhergehen. Und ich höre tatsächlich keinen Feind. Richtig ungewohnte Situation tatsächlich gerade. Ist wieder die Ruhe vorm Sturm. Wo sind denn alle, frage ich mich. Jennifer? Ja. Erreiche den Dachboden, verfolge das Mädchen. Okay, die Mucke ist wieder an. Thank you.
kommt. Scheiße. Oh, das klingt ja überhaupt nicht witzig. Alter, wie chillig die läuft, ey. Würden Sie mal bitte die Musik ausmachen? Danke. Kommt ja nicht vorbei. Ist da eine Falle? Klingt doch noch was ganz Großem. Wer ist denn das? Jetzt hat es plötzlich aufgehört. Wollt ihr mich veralbern? Scheiße. Die Leiche ist aufgestanden. Oh, hier ist keiner. Das ist spannend. Wo ist denn die Leiche jetzt hin? Das kann doch nicht wahr sein. Wo sollen die hin sein? Oh Gottes Willen. Ach, herrje. Wie sieht's denn eigentlich mit Verteidigungsgegenständen aus? Hast du noch was? Sehr schön. Okay, jetzt wird's richtig verrückt. Jetzt wird's richtig verrückt hier. Ich mein, klar. Wenn diese Parasiten und dieser Virus eigentlich dafür sorgen, dass sie ewig überleben können, warum soll diese Leiche eben eine Leiche sein? Ne? Das hätte man sich eigentlich die ganze Zeit schon denken können. Die Roten Nonnen von Christo Morent. Bewirtschafter der Rosso Gallo Plantage 1970. Hier. Während des Feuers auf dem Feld hat jemand überlebt. Es ist sie. Ich erkannte sie. Es war, als würde ich sie Celeste verfolgen. Ein paar Tage nachdem sie heimkam, zeigte sie sich kurz an der Tür. Richard zufolge ist das ein Zeichen Gottes. Er glaubt, dass uns das helfen wird, unser Baby zurückzubekommen. Aber das ist kompletter Schwachsinn. Sie ist unser Baby. Seine Besessenheit für Jennifer, denke ich mal, endet darin, dass er uns alle tötet. Diese Nonne, eine Arbeiterin auf dem Feld. Die Tochter der Ashmans. Ah, das ist die Tochter. Alles klar. Stimmt. Sie schaffte es, diese widerlichen Motten zu kontrollieren. Sie wurde ein Teil von ihnen, aber ich habe sie ausgeräuchert. Sie will Rache für den zweiten Prototypen des Phenoxyls, für alles, was wir getan haben. Und jetzt hat mich Richard dazu überredet, mich zu Hause einzusperren, zusammen mit Celeste in ihrem Zimmer. Ich kann ja nicht viel machen.
Ich hätte aber irgendetwas unternehmen müssen. Ich hätte Richard stoppen müssen. Und dieser verdammte Blabla, Wyman, wenn ich doch nur Dinge gerieten außer Kontrolle. Ich muss jetzt etwas tun. Ich muss handeln. Ich muss es für sie tun, bevor die Hypnose Wirkung zeigt, bevor ich es vergesse, bevor es zu spät ist. Cortison kann sie immer noch erblinden lassen. Alter, es kann sie töten. Okay, ja. Oh, das ist doch eine absolute Schweinerei. Renn da rein, sonst. Oh! Alter, ich gehe erstmal in den Schrank. Can't be real, ey. Ohne Scheiß. Alter Schwede, ich traue ja gar niemanden mehr, kommt. Die Nonne kommt. Ich muss das erstmal untersuchen, Leute. Ich traue ja gar niemanden mehr. Geht denn hier ab? Puzzleteil. Du hast das aufgehoben, alter Regenschirmgriff. Okay. Aber wer auch immer, also jetzt hier da ist, wo ist die hin? Und warum hatte ich gerade schon wieder einen Schwarzbildschirm? Ach du Scheiße. Ich muss erstmal speichern. Okay. Alter Schwede. Ja, die Ereignisse überschlagen sich gerade extrem. Denn gedanklich bin ich ja die ganze Zeit dabei gewesen, dass jetzt mit der Nonne irgendwas abgeht. Und dann kam Celeste jetzt noch mit dazu. Und jetzt die, wie hieß sie denn? Ariane. Dass die jetzt plötzlich auch noch aufgestanden ist. Also jetzt wird's richtig verrückt hier. Und was bei Felden eigentlich abgeht, ob der überhaupt noch da ist. Ich habe keine Ahnung, Leute. Reiche den Dachboden. Ja, das ist mir doch klar. Deswegen dieser Regenschirmgriff jetzt, ne? Ach, je. Oh Gott. Okay, ich habe gespeichert. Chill, Maria, chill. Ich habe wirklich das Gefühl, dass gerade vier Leute hinter mir her sind. Leute, ich muss lauschen. Da hinten flackert's. Okay, der Dachboden. Der Dachboden. Okay, das war's leider. Ich muss. Das ist dumm. Ich weiß es. Geht halt los.
Nonne, Nonne, Nonne. La, 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 la. In den Schrank. Oh Gott. Okay, aber die kann schon oben die Flamme geben. Oh, ich finde die richtig unangenehm. Ich finde die Stimme von der ist so ekelhaft. Die kommt schon wieder. Oder sie ist noch nie weg, anders gesagt. Schwede, ja. Gut, also ich muss jetzt versuchen, auf diesen Dachboden zu kommen. Und wenn ich es recht gehört habe, ist sie jetzt eigentlich hier in den Gang rein, ne? Ach, hey. So, wo war denn der Dachboden jetzt? Der war um die Ecke, oder? Oder? Der Dachboden hier. Oh Gott. Mein rein logisch müsste der doch eigentlich hier oben sein. Aber die Zwischensequenz... Die kam ja, als ich da um die Ecke gegangen bin. Scheiße, ey. Ja, die ist ordentlich am Hotzen, ne, die Frau. Ey, wo ist hier der Dachboden? Mein rein logisch... Also mich irritiert gerade die Zwischensequenz, die ich vor uns hatte. Aber irgendwie muss ich die ganze Zeit an diese dumme Leiter denken. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Reiche den Dachboden, verfolge das Mädchen. Ja, finde was immer zu probieren, um die Leiter im Keller zu aktivieren. Nur die wäre ich ja mit diesem Regenschirmteil jetzt nie aktivieren. Hölzerner Griff, welcher zu einem kaputten Regenschirm gehörte. Für was kann ich ihn wohl gebrauchen? Ja, ich habe das schon verstanden. Nur... Okay, die ist halt gar nicht witzig. Ach, die sorgt dafür, dass die Lichter flackern. Das ist natürlich geil. Das könnte tatsächlich mal was sein, was mir super helfen wird. Das finde ich gut. Das finde ich sogar richtig gut. Hier, oder? Ich verstehe. Alles klar. Okay, ich habe das Seil jetzt gerade gesehen, Leute. Gott sei Dank bin ich jetzt nicht nach unten gegangen. Dann muss ich aber noch mal wetten vor allen Dingen. Warten, bis sie etwas weiter weg ist. Ich habe das Gefühl, die lauert jetzt hier, ne?
weiß doch ganz genau, was hier abgeht. Die ist immer noch hier auf der Etage. Scheiße, ich habe kurz gedacht, dass sie runtergegangen ist. Na, die geht jetzt hier Patrouille. Patrouille. Dumme Sau. Das dumme Schweine. Oh. Ja. Bitte schaff's jetzt, Jody. Mach jetzt kein Theater hier. Geh bitte einfach die Leiter jetzt hoch. Das wäre richtig super. Wo ist denn die jetzt? Ja. Ja. Schön mit den Stöckelschuhen. Oh, nee. Oh, die knallt da bestimmt gleich runter. Erreiche den Dachboden, verfolge das Mädchen. Ich habe es geschafft. Okay, ich schleiche natürlich, ist klar. Oh Gott, ich habe zumindest kurz das Gefühl, dass ich hier sicher bin, aber... Erstmal chillig gucken, ob es hier ein paar Items gibt. Ganz klarer Fall. Okay. Die Frage ist jetzt wirklich, lebt Ariane hier? Oder die Celeste untersuchen. Sieht so aus, als würde hier ein kleines Mädchen leben. Hm. Weiß ja nicht. Alter, ist das räudig. Okay. Ich habe das Gefühl, irgendeine von denen lebt hier. Macht mich nicht warum. Aber sieht ganz eigenartig aus. Ja, und wir müssen auch immer noch an diese Perücke denken, die ich mal gefunden habe. Oder den Hinweis darauf, ne, dass sich hier jemand versteckt hat. Heftig, heftig. Okay, neues Haus, neues Geschäft, neues Leben. ...1965, beim Auspacken, Ariana und Celeste. Ich bin Jennifer. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh. Alter. Oh.
Das ist unangenehm. Gott, ist das unangenehm. Na, oh nee, Leute, irgendeiner von denen lebt hier. Und alle sind jetzt verdächtig, die eine blonde Perücke aufhaben. Okay, dann gehe ich aber bei euch nicht vorbei, Leute. Könnt mich mal. In der Mitte wird noch eine angeleuchtet. Die ist auch nicht ganz so witzig. Oh! 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 Ach, herrje. Scheiße. Oho. Hammer. Richtig räudig. The responsible authorities are trying to make light of what has happened. Now let's go to the report. Chodoskoro. A phone line repairman was attacked this morning in an underground car park. Surveillance cameras show a blonde woman in suit with an elegant, innocent air about her, who approached the man with the pretext of lighting a cigarette. The woman then attacked the man, wounding his head. The wanted person, aged between 30 and 40, then browsed through the man's briefcase containing confidential information about the user who asked for the phone line to be repaired. She stole the man and started driving to an unknown destination, leaving the man unconscious. The authorities are now checking for any evidence that the woman might be looking for a particular address. Although the man is now out of danger, he has suffered lesions and a concussion and has been admitted to a hospital nearby. Mm-hmm. A few hours ago, the authorities provided an identikit of a woman based on the victim's description. We invite you to contact us if you find yourself in the presence of this woman, or if that you have woman seen a looks like woman. You. Alter. Who are you? I hope you'll forgive me for before, but you mustn't touch my things. My things are mine. You mustn't. That photo in the loft. What happened to that door? Richard made it disappear. He doesn't want anyone to go in. What do you mean? That door no longer exists. Und andere verkaufen das als ASMR, ey, was sie hier macht. So eine Gänsehaut. There, you're gonna find what you're looking for. Untersuche den auffälligen Kamin. Everything was alright with Mommy. Alter, das ist eine Psycho-Scheiße. Hammer. Na ja. Oh Gott, der Fernseher. Da hängt. Warte mal, ich muss das mal kurz beobachten. Kommt hier jemand? Na, die Nonne. Hör die doch. Alter, ist das durch, ey. Kommen die jetzt oder kommen die näher? Ja. Hey, das ist alles so skurril. Leute, ich krieg wirklich, ich bin so sprachlos gerade. Ich grusel es wirklich so sehr. Es ist so heftig. Okay, ich muss mich erstmal sammeln.
die Zweck? Ich bin ja jetzt hier irgendwo ganz anders, ne? In irgendeinem anderen Abteil. So unheimlich, dass die da jetzt sitzt, ne? Okay, Messer habe ich. Okay, ich soll im Kamin gucken. Okay, die kloppt noch im Fernseher rum. Irgendwie ist hier aber nichts. Schwede. Was bin ich denn eigentlich? Irgendwas muss hier am Kamin sein, aber ich... What air? Ich sehe nichts. Oder das war da der Inhalt. Untersuchen Sie den auffälligen Kamin. Ja, ja. Okay. Okay, da ist nichts zum Holen. Und ich weiß natürlich nie, ob diese Nonne jetzt hier gleich wieder zurückkommt. Weiß nicht. Sind das der ihre Motten? Ich glaube. Ach, Leute. Hey, that nun. Ach, je, Leute. Leute. Ah, okay, ich bin hier. Alles klar. Verstehe. Okay, Leute. Ich würde jetzt erstmal versuchen. Okay, hier kann ich nie abspeichern. Ich bin im falschen Gang. Weise. Okay. Okay, wo war der Speicherpunkt? Der ist doch da hinten, oder? Das Problem ist, die rennen natürlich jetzt da rum, na, ist klar. Lauert. Ich so dumm bin und wieder irgendeinen Fehler mache. Wegsofa? Kannst dich nicht verstecken. Oh Gott, die kommt. Problem ist. Da ist der Spiegel. Okay, ich gehe aber kurz schnell hier rein. Oh, die war hinter mir tatsächlich. Alter Schwede, ey. Heftig. Ich lass die jetzt nochmal hier vorbeirennen. Ja,
Na, die kommt wieder zurück. Da hinten, wo die lang geht oder jetzt gerade ist, da kommt die ja nie weiter. Das weiß ich ja auch. Da ist so gesagt Sackgasse. Deswegen warte ich lieber, bis die noch einmal vorbeigekommen ist. Zu dir kommt mal gar keiner, junge Dame. Okay. Kommt die jetzt wieder zurück? Ich drehe sie durch. Doch, die ist ja schon wieder, Leute. Okay, scheiß drauf, ich habe gespeichert. Und irgendwo klopft es schon wieder. Alter Schwede. Wow, einfach nur wow. Also das nimmt jetzt richtig Fahrt auf hier, Leute. Und es ist schon, es war jetzt richtig unangenehm, dass Celeste an diesem Fernseher sitzt, die mir richtig Angst macht tatsächlich. Sie ist richtig unangenehm. Und ich glaube auch nie, dass die so phlegmatisch mir gegenüber bleibt. Also irgendwann wird die mir schon noch hinterher rennen, hundertprozentig. Aber das war jetzt so heftig gerade, diese ganzen Szenarien und wie ich da jetzt dort in dieses Zimmer reinkatapultiert wurde und dann noch gecheckt habe, dass die Nonne natürlich noch kommt. Leute, ich beruhige mich jetzt erstmal wieder und wir gucken beim nächsten Mal nochmal genau nach dem Kamin, was ich jetzt machen soll da. Und bis dahin sage ich vielen lieben Dank fürs Zugucken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Tschüss.